Damit Riblets auf einer Turbinenschaufel Spuren hinterlassen, brauchen die Forscher eine sehr harte Walze. Und so sollte diese perfekte Rolle am Ende aussehen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, der über Monate den Einsatz vieler grauer Zellen erfordert. Im August 2010 bespricht Björn Feldhaus sein Projekt zusammen mit Thomas Kockert. Hat der eine Idee, wie die Rillen auf die Schaufel kommen könnten? Thomas Kockerts Vorschlag, zwei Walzen sollen das Rillenmuster liefern. Sie rollen und drücken gleichzeitig von beiden Seiten auf die Turbinenschaufel. Dadurch sollen Druck und Spannungen ausgeglichen werden, damit nichts kaputt geht. Doch vorher muss das hochfeine Muster auf die Walzen. Dazu geben die beiden Forscher die exakten Werte in die Drehmaschine ein und bereiten alles vor. Dann dreht die Maschine automatisch das programmierte Muster in die Walze. Drei feinste Rippen, gerade mal so dick wie ein Menschenhaar. Eine halbe Stunde später ist die Walze fertig. Björn Feldhaus und Michael Terhorst überprüfen das Ergebnis. Die Walze erscheint unter dem Lichtmikroskop klasse, doch die Auflösung reicht nicht aus. Es folgt der Profi-Check. Brigitte Niederbach legt die Walze ins Rasterelektronenmikroskop. Brigitte Niederbachs Sehhilfe entgeht nichts. Das erste Mal sehen die Forscher ihr Ergebnis. Björn Feldhaus sieht ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Wir sind hier nur ein bisschen zu dünn geworden. Das heißt, wir müssen die ganzen Einstiche etwas nach links versetzen. Und dann haben wir eigentlich die perfekte Rolle. Die perfekte Rolle. Es ist gar nicht so einfach, die Natur, die Haifischhaut nachzuahmen.